Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Ziegel NAS 542 RAID Array wiederherstellen. Wie man ein RAID erstellt, wie man einen Netzwerkordner erstellt, wie man den Netzwerkzugriff und die Berechtigung dafür einrichten, wie man den Netzwerkpapierkorb aktiviert und wie man versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen. Sixelix. Ein in Taiwan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich für seine Netzwerkgeräte für Privatwender und kleine Unternehmen bekannt ist, stellt auch eine Reihe von NAS-Geräten her. Die NAS-Geräte von Sixel sind recht zuverlässig und bieten eine gute Speicherlösung. Doch ob ein NAS-Gerät von Sixel oder einem anderen Anbieter, selbst die zuverlässigen NAS-Geräte haben eine begrenzte Lebensdauer. Das bedeutet, dass alle Speichermedien nach jahrelangem Gebrauch dazu neigen, auszufallen. Im Allgemeinen beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der meisten NAS-Geräte 3 bis 5 Jahre. Es gibt jedoch einige Faktoren, die häufig zu einem vorzeitigen Geräteausfall und Datenverlust führen. NAS kann aufgrund von Stromausfällen oder Spannungen, Überhitzung, versehentliche Formatierung, Neuinstallation, Beschädigung des Datensystems, in der Regel Beschädigung von Protokolldateien oder Superblocken sowie durch mechanische Fehler, Laufwerke, Controller und so weiter ausfallen. In den meisten Fällen verlieren NAS-Geräte nach einem Firmware-Update-Daten. Und um ihre Dateien wiederzustellen, benötigen sie ein spezielles Datenwiederherstellungsprogramm. Weiter im Video zeige ich Ihnen, wie Sie das richtige Dienstprogramm für die Wiederherstellung von Daten von NAS auswählen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Schauen wir uns zunächst an, wie man ein RAID-Array auf diesem NAS-Gerät erstellt. Um ein RAID-Array zu erstellen, öffnen Sie den Speichermanager und erwarten Sie Internetspeichervolumen. Klicken Sie in diesem Fenster auf Erstellen. Wählen Sie die Festplatten aus, auch wenn Sie ein neues RAID erstellen möchten, wählen Sie den Typ des zu erstellenden RAID aus und klicken Sie auf Weiter. Dann werden Sie benachrichtigt, dass alle Daten auf der ausgewählten Festplatte gelöscht werden. Drücken Sie zur Bestätigung Ja. Überprüfen Sie die Parameter. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Übernehmen und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie die Einstellungen eines bestehenden RAIDs ändern möchten, müssen Sie es zunächst entfernen. Dabei werden auch alle auf dem Array gespeicherten Daten gelöscht. Markieren Sie das zu ändernde Volumen und drücken Sie Löschen. Geben Sie dann im Pop-up-Fenster Delete ein, um den Löschvorgang zu bestätigen und die Schaltfläche Löschen wird verfügbar. Klicken Sie auf Löschen, um fortzufahren und der Datenträger wird gelöscht. Sie können nun einen Netzwerkordner für den Zugriff auf den Speicher erstellen. Öffnen Sie Systemsteuerung, Speichergebende Resource. Wie Sie sehen können, gibt es standardmäßig die folgenden gemeinsamen Ordner. Wenn Sie weitere hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Pluszeichen oben, geben Sie einen Namen und geben eine Beschreibung ein. Wählen Sie einen Speicherort. Aktivieren Sie den Papierkorb und klicken Sie auf Weiter. Legen Sie als nächstes die Berechtigung für den Nur-Lese- oder Lese-Schreibzugriff auf den Ordner fest und gehen Sie auf die Seite weiter. Konfigurieren Sie bei Bedarf die veröffentlichten Einstellungen und geben Sie auf Weiter. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Übernehmen. Wenn Ihr NAS funktioniert und ein Netzlaufwerk verfügbar ist,
Sie aber von sämtlichen Daten von diesem Laufwerk gelöscht haben, können Sie versuchen, diese aus dem Papierkorb wiederherzustellen. Beim Wiederherstellen von Dateien aus dem Netzwerk Papierkorb muss dieser aktiviert werden. Um ihn zu aktivieren, öffnen Sie Systemsteuerung, freigegebene Ressource, markieren Sie den gewünschten Ordner und klicken Sie auf die Schaltfläche Eingeschaffen der Freigabe. Indem Sie öffnen den Fenster aktivieren, Sie die Option Netzwerk Papierkorb für freigegebene Ordner aktivieren und klicken Sie auf Übernehmen. Nach dem Löschen von Dateien landen diese nun im Papierkorb, um eine versehentlich gelöschte Datei wiederherzustellen. Wechseln Sie in das Verzeichnis aus, dem die Dateien gelöscht wurden, öffnen Sie den Ordner Papierkorb, suchen Sie die Dateien hier und kopieren Sie sie an den richtigen Ort. Wenn der Netzwerk Papierkorb nicht aktiviert wurde, hilft Ihnen nur ein spezielles Dienstprogramm zur Datenwiederherstellung, die Datei zurückzugeben. Da in meinem Fall der Papierkorb nicht aktiviert wurde, ist es nicht möglich, Daten auf diese Weise wiederherzustellen. In solchen Fällen müssen Sie eine zuverlässige Datenwiederherstellungssoftware verwenden und dürfen die Daten nicht dauerhaft löschen. Im Falle von versehentlichem Löschen, Formatieren des Laufwerks, Fehlkonfiguration und anderen Datenverlusten oder Verlust des Netzlaufwerkzugriffs und Thread-Beschädigung kann Hetman Thread Recovery Ihnen helfen, wichtige Informationen wiederherzustellen. Die meisten NAS-Geräte führen eine angepasste Version von Linux aus, formatieren die Festplatten mit den X-Dateisystemen und verwalten RAID-Systeme, die auf zwei Technologien basieren. MDADM und LeVM. Wenn Sie direkt an einen Windows-PK angeschlossen sind, können Sie ohne Anwendungen von Drittanbietern nicht gelesen werden. Hetman Thread Recovery unterstützt diese beiden Technologien und kann in diesen meisten Fällen solche RAID automatisch wiederherstellen. Die Software unterstützt die meisten Linux-Dateisysteme und RAID-Typen. Nehmen Sie die Festplatte aus dem NAS heraus und schließen Sie sie an einen Windows-PK an. Wenn das Betriebssystem des PKs an dem Sie die Laufwerke anschließen, Sie auffordern, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, sollte Sie dies nicht tun, da es sonst schwierig wird, die Laufwerke wiederherzustellen. Das Dienstprogramm verfügt über eine automatische, vorschriftliche Scan-Engine zur Erkennung und Wiederherstellung von NAS-Daten in verschiedenen Datenverlust-Szenarien. Es scannt die Laufwerke, extrahiert Serviceinformationen von ihnen und baut das zerstörte Array wieder zusammen. Detaillierte Informationen über das Array werden unten angezeigt, wo Sie sehen können, ob die Software es korrekt identifiziert hat. Um den Scan-Vorgang zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und dann auf Öffnen. Wählen Sie dann die R-Analyse aus und klicken Sie auf Weiter, um sie auszuführen. Wie Sie sehen können, hatte die Software keine Probleme, das gestörte RAID wieder zusammenzusetzen und alle Dateien zu finden, die auf dem Netzlaufwerk gespeichert waren. Wenn Sie nach Dateien suchen, die versehentlich gelöscht wurden, sind diese hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Aktivieren Sie das Kontrollkreuzchen für alles, was Sie wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie auf Verzeichnis an, in dem es gespeichert werden soll. Wenn Sie fertig sind, werden diese Dateien im angegebenen Ordner liegen. Wenn Sie versehentlich Dateien von einem ICCI-Laufwerk löschen, brauchen Sie das Laufwerk nicht aus Ihrem NAS-Gerät zu entfernen und es an Ihrem PC anzuschließen, sondern können einfach die Software starten und das Laufwerk scannen. Hetman Thread Recovery sieht Ihr Laufwerk als physisches Laufwerk, das heißt, Sie können es scannen und versehentlich gelöschte Daten wiederherzustellen. Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, öffnen, wählen Sie die Art der Analyse aus und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wie Sie sehen können, hat das Programm die gelöschten Dateien gefunden. Jetzt müssen Sie sie nur noch zurückholen. Hetman Thread Recovery baut ausgefallene RAID Arrays automatisch aus einem funktionierenden Laufwerk auf. Wenn das Laufwerk jedoch beschädigt ist oder Serviceinformationen überschrieben wurden, ist die Software möglicherweise nicht in der Lage, das RAID automatisch wiederherzustellen. Wenn der Wiederaufbau des Arrays
verschlägt und Sie die Parameter kennen, können Sie ihn manuell mit dem Rekonstruktor durchführen. Öffnen Sie den Rekonstruktor und wählen Sie hier manuell erstellen. Füllen Sie im nächsten Fenster die Felder für die RAID-Daten aus. Typ, Blockreifenfolge, Größe. Fügen Sie die Festplatten hinzu, auf denen es besteht, und geben Sie deren Reifenfolge mit den Pfeilen an. Füllen Sie die fehlenden Festplatten aus, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Hier können Sie auch die Verschiebung angeben, bei der der Plattenanfang liegt. In einigen Fällen kann das Programm sie nicht automatisch erkennen und muss manuell angegeben werden. Wenn die Einstellungen korrekt sind, befindet sich normalerweise mindestens eine Partition am unteren Ende des RAIDs. Erwarten Sie sie, um zu prüfen, ob die richtigen Ordner vorhanden sind. Wenn die erforderlichen Ordner angezeigt werden, wurde das RAID korrekt erstellt. Geben Sie alle bekannten Parameter und ein, klicken Sie auf Hinzufügen. Dann wird das selbst erstellte RAID im Datenträgermanager angezeigt. Um sie wiederherzustellen, brauchen Sie sie nur zu analysieren. Die Dateien zu finden, die zurückgegeben werden müssen. Sie auswählen und sie wiederherzustellen, indem Sie einen Ordner zum Speichern der Informationen angeben. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.